Wegen diesem Gütesiegel sind Sie gekommen. Die Sparte Handel der Wirtschaftskammer Oberösterreich vergibt es an ausgewählte Verkäufer. Die Betriebe müssen den Test der Mystery Shopper bestehen. Ein Mystery Shopper verhält sich normalerweise wie ein normaler Kunde auch. Da gibt es ja auch solche und solche Kunden. Da gibt es Kunden, die sind einfacher und es gibt Kunden, die sind halt ein bisschen schwieriger, sagen wir mal so. Und ein Verkäufer muss jetzt mit jeder Kundengruppe umgehen können. Und ein guter Verkäufer orientiert sich am Kunden und versucht halt jeden Kunden zufriedenzustellen. Nicht immer einfach. Händler reagieren aktuell auf die Teuerung. Wenn ich das Problem habe, dass die galoppierenden Einkaufspreise mich mehr oder weniger ruinieren, dann muss ich halt schauen, dass ich diese Preise auch an meine Kunden weitergeben kann, damit ich überleben kann. Und wenn ich jetzt mit enormen Energiekosten konfrontiert bin, dann muss ich halt mir überlegen, wo kann ich Energie einsparen, ohne dass es der Kunde wirklich merkt. Die Händler hoffen auf ein gutes Weihnachtsgeschäft und sie erwarten mehr Konsum, wenn das jährliche Lohnplus auf den Gehaltszetteln der Kunden steht. Wir haben im heurigen Jahr die Situation gehabt, dass auf der einen Seite die Preise gestiegen sind, aber die Einkommen der Konsumenten noch nicht mitgestiegen sind. Das passiert ja eigentlich um ein Jahr versetzt jetzt mit all den Teuerungsabgeltungen, die es gibt und natürlich auch mit den Lohnrunden, die ja sehr üppig ausgefallen sind. Wir sind guter Dinge. Ich bin auch überzeugt, dass das Jahr gut weitergehen wird und auslaufen wird. Also ich könnte mich nicht beschweren und hoffentlich bleibt es so. Wir spüren einen Rückgang eigentlich nicht. Wir spüren eigentlich nur, dass der Kunde effektiver kauft. Das heißt, kontrollierter. Er ist ja nicht mehr so spontan schnell, sondern er möchte definitiv das, was er wirklich will. Aktuell verhandeln die Händler ihren Kollektivvertrag, bisher ohne Ergebnis. Die Gewerkschaft fordert eine kräftige Gehaltserhöhung. Die Arbeitgeber bieten Einmalzahlungen. Die Arbeitgeber und die Arbeitnehmervertreter wissen ja, dass es für alle eine schwierige Zeit ist. Einerseits braucht man Kaufkraft, andererseits darf man auch nicht zu teuer werden, damit dann weniger Geschäft ist. Ich vertraue auf die Partnerinnen und Partner in der Sozialpartnerschaft, die werden ein gutes Ergebnis nach Hause bringen. Erfreulich jedenfalls, die Online-Kunden sind zurück. Das zeigen die Zahlen. 2019 gingen 11% des Gesamtkonsums an den Online-Handel. Während der Lockdowns wuchs der Anteil auf 16%. Aktuell ist er wieder auf 11% geschrumpft. Was jetzt sehr großer Punkt ist, ist sicherlich die Regionalität, die bei den Kundinnen und Kunden stark punktet und auf die wir stolz sein müssen und was wir auch den Kunden beibringen müssen, dass wir auf das großen Wert legen. Einen Wert hat auch diese Trophy. Sie geht jährlich an die besten Händler des Landes. Diese 8 wurden aus 55 Betrieben ausgewählt.